So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute am Donnerstag, den 17. August 2023. Wir wollen heute mal einen Blick werfen auf Gold, jüngst doch mit einigem Abgabedruck, ehrlich gesagt, und jetzt einer ernsthaften Attacke auf die 1900er Region. Kurzer Flush tiefer, den haben wir zu sehen bekommen auf die Einzelhandelszahlen. Die sind in den USA für die USA am Dienstag veröffentlicht worden. Ich hatte da kurz einen Long-Versuch eingestreut gehabt, aber den habe ich dann abends nahezu Break-Even wieder rausgenommen. Ich werde das gleich mal ganz kurz skizzieren, was ich da gemacht habe und warum ich da auch skeptisch geworden bin und die Position rausgenommen habe. Es zeichnet sich nämlich jetzt ein Bruch tatsächlich unter 1900 ab. Also wir sind jetzt in den Wochenschluss unterwegs und wir wollen in den Wochenschluss hinein jetzt einhalten, oberhalb von 1900 zu sehen bekommen. Andernfalls, da sehe ich da nämlich tatsächlich realistisch die Gefahr, dass da nochmal stärkerer Abgabedruck sich zeigen könnte, was mich wiederum überraschen würde, weil ich übergeordnet, wenn auch sehr, sehr längerfristig, aber nichtsdestotrotz für Gold doch sehr, sehr bullisch bin und davon ausgehe, dass wir eher früher als später neue Allzeithochs zu sehen bekommen. Aber dazu dann in wenigen Minuten mehr zu den Details. Bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin gehandelt und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com/de kostenlos eine Demo herunter. Teste den Handel risikofrei und schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständigen Risikohinweis auf der Webseite xdb.com/de. Darüber hinausgehend gerne auch die Möglichkeit nutzen, den deutschsprachigen Kundensupport hier in deutschen Büros anzurufen, wenn es Fragen gibt zur Plattform, zur Produktpalette, zum Beispiel also der Einrichtung, zur Eröffnung des Handelskontos, was auch immer. Also gerne den deutschsprachigen Kundensupport anrufen. Der steht dort mit Rat und Tat gerne zur Seite. Ganz kurz in persönlicher Angelegenheit. Alles, was ich hier präsentiere, ist bitte nicht als Anlageempfehlung mitzuverstehen, sondern als rein edukatives, informatives Event. Also alles, was ich präsentiere, ist nicht zu verstehen als gehe long, gehe short, sondern man kann diese Gedanken nutzen. Man kann mir auch gerne Fragen unterhalb des Videos stellen in der Kommentarfunktion, aber bitte nicht in irgendeiner Form alles einfach nur so umsetzen, sondern erst persönlich an sein eigenes Risikoprofil anpassen. Hier haben wir die Kontaktdetails von XTB, einmal Telefonnummer, einmal E-Mail-Adresse. Nach persönlichem Gusto, wie gesagt, gerne Kontakt aufnehmen. Ganz kurz zu XTB, bester CFD Broker des Jahres 2023 bei der Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr hier einmal in der Mitte aufgelistet. Ein Grund mit Sicherheit, die X-Station an dieser Stelle, in die wir jetzt hier einen Blick werfen wollen und wo ich schon ein bisschen was vorbereitet habe, nämlich in Bezug auf Gold und den Chart und eben diese Drift in Richtung der 1900er Region. Ist es roundabout. Ich hatte, wie gesagt, am Dienstag war es, ich gehe mal kurz hier auf die 5-Minuten-Ebene, einen kleinen Long-Versuch eingestreut gehabt. Und zwar hier auf diesen Flush tiefer unter die 1900. Den konnte ich mir relativ gut vorstellen, weil es ein psychologisch relevantes Level ist und auch übergeordnet offensichtlich eine wichtige Rolle spielt, wie wir gleich ja gerade schon gesehen haben, gleich nochmal detaillierter sehen werden. Und dann kam es eben hier zu einem Bounce. Ich habe riskiert gegen diese Tiefs, bin gegen, ich glaube 1903 war es ungefähr, habe ich long positioniert, hatte ein Risiko von 7 Dollar, glaube ich, pro Feinunze, 7 US-Dollar pro Feinunze. Und habe dann hier mit Wohlwollen erstmal den Bounce Richtung 1910 zu sehen bekommen, also die Position lief an. Und dann, ja, dann kam aber kein Follow-Through zustande, sondern wir rollten über und ich habe dann am Dienstagabend die Position nahezu zu Break-Even, also wirklich Break-Even, rausgenommen, weil ich mir dachte, irgendwie, das ist nicht das, was ich sehen will. Also ich denke, der Flush ja und dann einen schärferen Bounce an dieser Stelle und auch ein Follow-Through, möglichst vielleicht sogar über die 1915 ist es hier an dieser Stelle gewesen, ein bisschen weiter oben, zack, ein bisschen weiter oben. Das wäre das in Anführungsstrichen Traum-Szenario gewesen, close drüber und dann hätte ich einen ersten Swing Long gehabt, den hätte ich auch für mehrere Tage mit Sicherheit gehalten, mit dem Ziel vielleicht, dass es dort mindestens nochmal zu einem Retest der 1950er Region kommt. Stattdessen rollen wir über, also so wirklich Dynamik kam dann nicht auf der Oberseite und wir rollten gestern über mit tieferen Hochs. Das wäre übrigens nochmal ein Einstiegslevel vielleicht auch gewesen.
In dem Moment, wo wir dann gestern mit einem Tag Verzögerung hier über diese Hochs, über diese Extremhochs auf die News, auf die Retail Sales rübergehen, dann hätte man hier 9,11 als Risiko gegen die 8,95, 8,96 riskiert, also 15 Dollar US-Dollar pro Fein Unze, und hätte CRV-technisch natürlich einen etwas schlechteren Kursgericht, aber nichtsdestotrotz wäre das eine Bestätigung gewesen, dass das nicht nur eine Initialreaktion oder ein kurzer Spike war, sondern dass da eben auch offensichtlich jetzt die Bären so ein wenig die Waffen strecken, so würde ich vielleicht mal an der Stelle sagen. Ja, stattdessen machen wir ein tieferes Hoch und fallen jetzt im gestrigen Handel, beziehungsweise dann auch über Nacht unter die 1900er Marke und sehen, jetzt kommt es zu einer Gegenbewegung, aber die Frage, die sich stellt, ist, gelingt es jetzt auch diese Tiefs hier, diese Regionen, um die wir offensichtlich gerade Schwierigkeiten haben, diese Extremtiefs von Dienstag, gelingt es, diese Region zurückzuerobern? Und da wird es schwer, weil fundamental sieht es nicht gut aus, in Anführungsstrichen, oder sehr dünn aus. Wir haben nämlich kaum News, die in irgendeiner Form heute anstehen. Also wir haben vielleicht den Philly Fed Index, aber das war es dann auch schon. Und wenn wir jetzt mal auf diese Woche gehen, das uns für die gesamte Handelswoche anschauen, dann sehen wir auch morgen sehr dünn in den USA, was wir dort zu sehen bekommen. Also das bedeutet, wir bekommen zumindest mal aus dieser Warte keine fundamentalen Trigger, die in irgendeiner Form Unterstützung versprechen. Und dann kommen wir zurück zum Chart. Wenn es jetzt hier nicht gelingt, also diese Tiefs zurückzuerobern oder rund gesprochen, die 1900er Marke, dann sehe ich die Gefahr, übergeordnet für Gold, dass wir hier tatsächlich doch nochmal einen Break tiefer zu sehen bekommen. Es gibt diverse Gründe, denke ich, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, aber es gibt diverse Gründe, für Gold ein bullisches Bild zu skizzieren. Auch, denke ich, für die nächsten 5, 6, 7 Jahre schon vielleicht, infolge des zu erwartenden Leitzinssenkungszyklus, der früher oder später seitens der Fed eingeläutet wird. Ich will da vielleicht in dem Zusammenhang mal ganz kurz eine Grafik, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber zur besseren Illustration mal zeigen. Das habe ich mal gebaut gehabt im Zusammenhang mit einer Analyse für XTB hier, mit der X-Station im Hintergrund. Und was man dann hier sehen kann, in blau hinterlegt, das ist ein Chart, den habe ich von Trading Economics mir besorgt. Das ist das Leitzinsniveau. Hier unten sieht man, ja, da sieht man die Zeitachse. Mein Kopf ist davor, aber es geht gegen 2000 los. Und wir sehen, Zinssenkungszyklen, die in diesem Zeitraum vorgekommen sind, also drei an der Zahl, haben bereits in Antizipation und dann auch nochmal folgend, haben die zu starken Bullruns in Gold geführt in den nächsten 5 bis 6 Jahren. Und das ist eben etwas, was wir jetzt an dieser Stelle meiner Einschätzung nach auch realistisch erwarten dürfen und was dann also folglich implizieren würde, dass wir nach diesem jüngsten Run und vor dem Hintergrund dieser starken Widerstandsregion um die Allzeithochs, ungefähr um 2080 US-Dollar, starken Push sehen könnten. Und wir reden dann nicht nur von vielleicht mal 100, 200 Dollar, sondern wir reden meiner Einschätzung nach sogar realistisch von einer Verdoppelung bis vielleicht sogar Verdreifachung des Goldkurses. Das hört sich jetzt zunächst erstmal sehr fantastisch an, aber im gesamten Kontext, besonders wenn man sich die geopolitischen Entwicklungen anschaut, die Attacken, auch ganz offensichtlichen Attacken auf den US-Dollar als Weltreservewährung, auch seitens der Chinesen beispielsweise, die BRICS-Staaten, die sich jetzt treffen, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in Südafrika und hier eine goldgedeckte Währung diskutieren. Das alleine wird noch keine Initialzündung für einen Bullrun oder dergleichen sein, aber die Attacken, die Einschläge kommen näher, so möchte man sagen. Und das ist etwas, das würde ich im Hinterkopf behalten, im Hinblick auf einen Ausblick für Gold insgesamt, und deswegen bin ich sehr positiv für Gold, ohne da jetzt so weiter in die Details zu gehen. Nichtsdestotrotz, das ist kurzfristig jedenfalls ein Schlüsselbereich, denn ich sehe realistisch die Gefahr, dass wenn wir unter 1900 US-Dollar pro Fein uns erhalten, dass es einen Test geben könnte der Region um 1800 auf der Unterseite. Auch vielleicht resultierend, möchte man vielleicht sagen, aus einer ganz simplen Kursprojektion. Also man kann das auch technisch, kann man diesen Bereich durchaus realistisch anvisieren, wenn man nämlich hier einfach sagt, wir haben ein erstes Legdown von den Allzeithochs. Mach das vielleicht mal in blau. Und das duplizieren wir einfach und setzen es eine Etage tiefer an noch einmal. Und dann landen wir auch ungefähr in diesen Gefilden. Also das ist jetzt derzeit nicht zu unterschätzen, was wir hier zu sehen bekommen. Ich bin jetzt noch nicht übermäßig interessiert an Shorts. Es widerstrebt auch meinem aktuellen Bias, wie ich ja gerade dargelegt habe. Aber auf jeden Fall hätte ich diese Region hier auf dem Schirm und würde mir Gold ganz genau gegen die 1900 anschauen. Kommen hier Käufer rein, jetzt auch ohne die fundamentalen Katalysatoren, was ehrlich gesagt vor dem Hintergrund dieses sauberen
voranschreitenden Abwärtstrends in den letzten Wochen schwer vorstellbar scheint. Kommen Käufer rein? Wäre das ein Signal, dass wir offensichtlich doch einen Support finden und eher früher als später in den kommenden Wochen bis Monaten nochmal mit einem Test der 2000er-Region, erstmal kurz gesprochen, 1985 ist es ungefähr, das ist diese rotfarbene Linie hier, und dann eventuell ein Break höher, der uns über 2000 führt, kommt. Andernfalls droht eben der Break tiefer und weiterer Abgabedruck. Wir wissen, Gold kann sehr, sehr trendstabil laufen. Das heißt also, auch hier könnte das dann ein weiterer Trend sein, der sich auf der Unterseite fortschreibt und uns sogar nochmal Richtung der 1800er-Region führt. So eine kleine Einschätzung zu Gold. Ich hoffe, ihr habt was lernen können, habt was mitnehmen können. Gerne die Kommentarfunktion ansteuern, wenn ihr Fragen haben solltet. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder. Habt euch wohl. Bis dann und tschüss.